hinterher und hat dann Doppeltötung. Oder was ist Doppeltötung? Ist da eigentlich, ne? Oder hat Pferd gerade eine neue Aufnahme erstellt? Ist hat gerade etwas geruckelt. Und ich gehe jetzt auch schon wieder back. Ich hasse es, wenn Pferd eine Aufnahme erstellt, ey. Ich mach das überhaupt nicht, wenn das ruckelt, ey. Aber ihr seht, das klappt schon ganz gut hier. Ich bin der Meinung, wir waren echt super gut. Ich habe mir jetzt auch einen Zauberstab gekauft für noch mehr Fähigkeitsstärke. Ja, Fähigkeitsstärke braucht man halt als AP. Die AP-Umsetzung oder wie man es nennt für die Skills ist eigentlich ganz okay. Ihr seht, der Kuh macht 190 auf Stufe 4 plus 52. Ein bisschen mehr als die Hälfte. Und wenn man dann noch einen Skill trifft, nochmal 80 plus 26, also. Insgesamt macht der Skill jetzt schon 270, ungefähr 300 Schaden. Der W, ja, eigentlich auch ganz gut. 52. Wie hier. Aber, naja, die Ketten, die machen richtig viel Damage eigentlich. Die machen 2x43, also wenn der Gegner lang genug dran bleibt, das macht ja zweimal dann den Damage. Sind die beiden jetzt hier SS oder was? Habe ich das geschrieben? Ich weiß gar nicht, ich habe es geschrieben. Ah, ich habe es geschrieben. Ich habe nur SS geschrieben, weil ich weiß nicht, manchmal spreche ich es voll, SS2 zu schreiben. Ich meine, wenn ich manchmal SS schreibe, dann denke ich ja selbstverständlich, wenn dann keiner mehr hier ist, dass dann beide gehen oder so. Ah, jetzt habe ich auch zweimal SS geschrieben. Kacke. SS2, einfach zweimal in den Chat SS schreiben. Auch eine coole Lösung. Da sind aber beide wieder da. Die sind low life, ich weiß gar nicht. Ja, Lux würde ich doch jetzt bestimmt kriegen mit meinem Q und Ulti, oder? Ja, aber ich glaube, ich sollte nicht Tower tanken. Und nicht mit dem Level. Haubombe. So, da habe ich... Oh, noch was Damage, ey. Das ist echt so geil mit LeBlanc. Das macht echt super viel Schaden. Ich mag das echt. Das ist echt so geil, die macht. Oh. Ist wirklich einer meiner Lieblingsmagier. Ich habe sie mir schon früher gekauft, aber konnte sie damals noch nicht richtig gut spielen. Also brauche ein paar Spiele Eingewöhnungszeit. Oder vielleicht lag es nur daran, dass ich früher ein totaler Vollnoob war. Aber auf jeden Fall, früher war sie nicht so leicht zu spielen. Also, ich habe dazu gelernt. Entweder habe ich dazu gelernt oder... Keine Ahnung. Ich bin immer geworden. Nee, das ist ein Film. Oh, da habe ich den Tower getankt. Eine Schlange, der Twine war mehr unser, geht noch hinterher und kriegt leider nicht mehr den Kill. Schade. Ich gehe jetzt hier weiter auf den Tower rauf. Oh, das ist übel. Oh ja, da gehe ich drauf. Das weiß. Da habe ich mich jetzt von der Lux im Tower stun lassen. Das wäre jetzt nicht so schlau von mir. Bin ich einfach da stehen geblieben, habe den Tower weiter attackt, da hätte ich mal ein bisschen mehr aufpassen sollen. Der Twine war mir jetzt hier auch gerade. Ja, das war jetzt nicht gut. Aber kam doch auch kein SS aus der Mitte. Ja, also das war echt schlecht. Nein, Spaß. Also jetzt schreibt der SS mit, da haben wir uns, glaube ich, ein bisschen aufgeregt. Ich frage jetzt auch hier, warum die nicht SS schreiben. Und ja, war zwar schade, aber es war jetzt, glaube ich, nicht so schlimm, dass wir jetzt mal gestorben sind. Nein, wir dürfen auch sterben. Oder dürfen wir das? Ich weiß ja nicht. Naja. Wie viel Lastet habe ich denn jetzt eigentlich? 20. Oh, der Twine mit 88, echt gut. Der fand echt wie so ein kleiner Obama. Nein, Schwarz. Was mache ich da? Was mache ich da? Das ist taktisches Überlegen. Ich bereite mich auf den Kampf vor. SS mit, ja, jetzt kommt es auch SS. Der Twine war ja tankt einfach die Minions, aber das ist für den kein Problem, denn der ist ja Twine mehr. Der kann sowas ja, der hat sowas in der Schule gelernt und was war das denn jetzt? Ich habe es gar nicht mitgekriegt, was passiert. Das habe ich. Ich glaube, ich habe meinen Kuh meine Ulti raufgehauen, kann das sein?
So, das war nur, da kommt jetzt auch nicht mehr weg. Der hat zu früh seine Ulti angemacht. Das war sein Fehler. Da kriege ich doch den Kill mit entzündet. Feinmal mehr dazu, früh seine Ulti gemacht, dann sollte man mit Feinmal mehr, man sollte immer darum wissen, achten, wann man seine Ulti macht, weil man kann sie natürlich zu früh anmachen, was dann total schlecht ist, wenn man noch irgendwie Hälfte Leben hat und dann unbesiegbar da rumläuft und das bringt dann gar nichts. Und wenn man sie zu spät anmacht, ja, weiß man, also dann ist es halt zu spät, ne? Also man sollte da schon den genauen Zeitpunkt rausfinden. So, der macht, der schlägt mir jetzt auch den Blue Buff vor, den ich mir jetzt hole. Das ist sehr gut. Jetzt habe ich noch den Blue Buff, das heißt, ich kann meine Skills mehr spammen. Ich habe auch Ablehnzeitverlängerung, das ist sehr gut. Ein Gegner wurde getötet. Mal schauen. Ein Verbündeter wurde getötet. Oder gehen die Gegner auf unseren Feind bei mir rauf? Da mache ich meine Kettentreffer leider nicht. Oh, da wird hier nochmal mein B. Wunderschöne Ausführung. Ein Spaß. Ja, passiert jetzt nochmal irgendwas? Kommt ihr jetzt rein? Wir warten jetzt hier. Gucken, ob jemand kommt. Aber scheint niemand zu kommen. Nee. Leider nicht. Lakatu. Okay. Oh, das war... Oh. Kacke da. Das gesehen, das kann ich auch mit meiner Ulti. Ich kann mit meiner Ulti, hab noch den Kill kriegt richtig gut, ey. Ich ist ja nicht der einzige Kill. Ich kann ja nicht nur den Q als Ulti machen, sondern auch W und E. Das wird dann halt alles stärker. Weil ich mach's meist so, dass ich Q und dann Ulti mache und nicht W und dann Ulti. Das mache ich meist nur zum davonlaufen, W und Ulti oder E-Ulti. Mache ich nur, wenn. Ja, wenn der Gegner halt vor mir ist und ich nicht an ihn rankomme und den nur stunnen kann und dann das auf Cooldown habe, dann mache ich vielleicht mal die Ulti, aber sonst eigentlich nur Q zum Damage reinkauen, weil ich glaube, das macht auch auf höchster Stufe, glaube ich, am meisten Schaden der Q. Wenn ich den dann 25% oder 40% stärker habe, dann ist das schon sehr geil. Puh, so. Aber ich habe mir jetzt einen... Ja, aber... Ich habe mir jetzt einen Lernstab gekauft für noch mehr Magiedurchdringung. Das mache ich mit LeBlanc ganz gerne, ein bisschen Magiedurchdringung kaufen. Aber ich weiß nicht, ob es so schlau ist, so früh am Anfang schon das zu kaufen. Ich glaube, also das ist jetzt schon etwas länger her, das Video, aber jetzt zur Zeit mache ich es eigentlich so, dass ich mir zuerst die Todeshaube, danach den Lernstab kaufe, weil am Anfang weiß ich nicht, ob es da bringt zwar was, aber nicht so, so viel. Aber naja, ich glaube, andersrum ist es schon besser, wenn man sich zuerst die Rabotons und dann den Lernstab kauft. Aber man kann es natürlich auch so machen. Ja, genau, das W zusammen mit der Ulti mache ich manchmal auch so Minion-Farm auf niedrigeren Level. Wo man die noch nicht mit den normalen V1 hittet. Das ist eigentlich ziemlich gut. Und mal ein paar Last-Hits. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? 30. Steigert sich ja echt gut. Ich hab jetzt beschlossen, auf die Lux drauf zu gehen, mit meinem Kuh, meine Ulti. Und ihr seht, wie viel Schaden sie bekommt. Also das ist echt so nice mit LeBlanc. Die Ulti, die ist einfach, die macht so viel Schaden. Es war nichts Besonderes, aber es macht viel Schaden. Das ist so nice. Deswegen, ihr könnt LeBlanc natürlich auch anders spielen. Ihr müsst nicht den Kuh als erstes hochskillen. Ihr könnt natürlich auch den W oder den E hochskillen, je nachdem, wie ihr wollt. Wenn der W auf 5 ist, dann macht das natürlich auch viel Schaden, die Ulti, das ist klar. Wenn das Ulti höher viel gelevelt ist, desto mehr Schaden macht das dann natürlich. Ist eigentlich dann egal, was ihr macht, aber ehrlich, ich mach den Q da. Der Q, das ist ja der verstummt. Wenn ich dann den Q mache und danach die Ulti darauf mache, wird das Ziel ja auch gleichzeitig noch verstummt und das finde ich dann irgendwie besser. Oh, jetzt hab ich mal den Hals gekriegt. Oh. Trink mal einen schnellen Schluck. Aber die Lack weiß ich auch nicht, was ich mache. Immer wenn die Ulti vom Cooldown hat, macht die Ulti. Ich weiß nicht, die kommt mir nicht sehr erfahren vor. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Spielerin ist, weil spielt etwas komisch, wie ich finde. Ich glaube, die hat noch nicht so viel Spielerfahrung.
So, hier ist jetzt die Morgana. Ich stand sie. Macht jetzt, glaube ich, auch Q und Ulti. Und das geht okay, sucki. Hier habe ich die Gegner mal ausgetrickst. Das könnt ihr auch machen. Steuern W, wohin gehen? Dann sozusagen die Gegner dahin locken und dann wieder danach mit den W zurückgehen. Das ist ziemlich nice, weil dann die Gegner denken natürlich, man läuft nach da weiter, wenn man dann wieder zurückgeht, dann hat man die ganz schön verarscht. Kann man auch machen. Ist ziemlich lustig. Und hier fahre ich nochmal Parasalen. Tank auch ein bisschen. Aber ich glaube, ich will nicht unbedingt die 100 Gold haben für meinen Start. Da werde ich einfach mal meine ganzen Skills zeigen, weil ich brauche das Gold. Und ich will das jetzt auch noch hier zusammenkriegen. So, jetzt gehe ich, glaube ich, back. Dann nehme die beiden Minions hier nämlich noch mit. Mache ich sie noch mal mit Ketten und jetzt gehe ich back. Und ich glaube, ich kaufe meinen übergroßen Stab für 80 Fähigkeitsstärke. Kaufe ich ihn mir? Ey, hallo. Ey, LeBlanc. Ey. Wow. Kacke. Ach, stimmt, das geht ja auch. Das vergesse ich immer. Scheiße. Ist aber lustig. Jetzt gehe ich in die Mitte, da die Gegner alle in der Mitte sind. Ich mache mal wieder richtig. Auch mal Knopf. Nee, so ist es ungefähr, oder? Ja, das kommt hin. Das Poppy, da mache ich nochmal einen Hit drauf. Jetzt sozusagen ein Free Kill. War nicht schwer, den Kill zu bekommen. So, hier habe ich die Morgana gestunt und war nochmal das drauf, aber die Luft für den Kill aber nicht sehr schlimm. Ich habe ja schon 7. Das ist nicht so schlimm. Und da gehen die Gegner auf. Wir haben das Spiel gewonnen. War jetzt nicht sehr lange, 25 Minuten circa. Ihr habt gesehen, was LeBlanc alles kann. Wenn ihr wollt, kann ich noch ein Video machen, wie ich sie auf der Mitte spiele. Aber das ist eigentlich auch nicht anders. Auf jeden Fall hätte ich mir wahrscheinlich noch wieder ein Leichtsetter gekauft. Stab der Zeitalter, Rabadon und dann noch wahrscheinlich Stab des Erzengels. Also LeBlanc auf jeden Fall ein sehr geiler Champ, wie ich finde. Im Moment mein Lieblings-AP. Ja, AP-Magier, blablabla, keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich geil zu spielen. Gesehen, was sie kann, weiß noch nicht, war noch längst nicht alles. Es waren jetzt nur 20 Minuten, aber wenn ihr mehr sehen wollt von LeBlanc, schreibt bitte in die Kommentare. Ich sag nochmal, ich weiß nicht, was ich habe. Ich sag nochmal Tschüss, ich habe auch so hoch Tschüss gesagt, ne? Ne, also ich sag jetzt Tschüss und wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal wieder und dann mal schauen, welchen Champ ich als nächstes spiele. Bis dann, haut rein.